So, jetzt bin ich wieder bei Mario Kart 8, Mario Kart Arcade GP. Es ist ein ziemlich ungewohnter Name für mich. Es ist ja auch demnächst Mario Kart 8 Deluxe rausgekommen. Also es ist noch nicht draußen, aber wenn das Video raus ist, ist es bereits draußen. Naja, das sieht schon deutlich spannender aus als in der letzten Folge. Ah, jetzt habe ich aus Versehen wieder falsch den Start gemacht. Aber ich lerne das noch, ich lerne das noch. So. Und bam. Ich nehme dann die Münzen mit, ah, da geht es nur übers Wasser. Das habe ich nicht gesehen. Zack. Oh, ich habe ihn. Er kriegt gleich zwei ab. Hier sind es direkt 7 Runden. Okay, diesmal sieht das. Die Zielscheibe sieht jetzt etwa. Also das Fadenkreuz. Sieht jetzt irgendwie anders aus. Diesmal gibt es auch ganz neue Items. Ach, anscheinend liegt das an dem Item, dass die Zielscheibe anders aussieht. Das kann auch sein. Ich habe nämlich gemerkt, dass es gerade eben gar nicht die Gegner anvisiert hat. Also was sage ich mal, Zielscheibe, Fadenkreuz meine ich natürlich. Ist auf jeden Fall eine gute Driftstrecke, wenn man driften kann, ist die Strecke bestimmt. Ich hole mir mal ein neues Item, das ist nicht. Oh, kam gleich noch einer von hinten. Ja, jetzt ist schon wieder ein anderes Fadenkreuz. Da gucke ich an dem Item. Zack. Wie gesagt, ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt, deswegen kenne ich mich ja auch nicht wirklich aus und lerne das auch gerade noch. Und diese Kurve war jetzt sehr schlecht. Zack. Aber den habe ich direkt noch eine drüber gegeben. Pac-Man dominiert Mario Kart. Ist auch neu. Aber mittlerweile sind ja auch andere Charaktere und nicht mehr die aus der Mario-Welt in Mario Kart dabei, deswegen denke ich, das ist ganz akzeptabel. Zack. Und die Black Shell, die explodiert, wenn man jemanden trifft. Das klingt auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Zack. Jungle Wookie. Okay. Yes. Die Credits wieder auffüllen, darf ich nicht vergessen. Oh, das sieht schon deutlich komplizierter aus. Den Schild gewinnt man. Diese Items werden benutzt. Anscheinend werden immer die alten Items weggelegt und dafür die neuen dazu genommen. Ah, das, diesmal habe ich es hingekriegt. Oh, die Strecke ist gar nicht mal so schlecht. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich hätte zwar gern die Items gehabt, aber es würde jetzt gerade nichts. Die Münzen, glaube ich. Tschüss Peach, ich bin auf jeden Fall schneller. Kann man da irgendwie da kann man bestimmt drüber springen. Ah, Mist. Oh, er trifft sogar. Jo. Ach, die. Was mache ich denn? Ich drücke jedes Mal viel zu lange auf den Triffknopf. Aber Pac-Man hat auf jeden Fall ganz gute Geschwindigkeit. Der hatte ja überall. Ach, ich wollte doch drüber springen. Ah, hab ich aus Versehen jetzt losgelassen. Ich will etwas vor Todd weg. Zack. Wieder mal die Münzen mitnehmen. Ah, das war verfehlt. Zack. Hier, die Stelle hier ist ein bisschen komisch, weil es da so. Oh, diesmal bin ich drüber gesprungen.
Diesmal habe ich dran gedacht. Hoffentlich kriege ich diesmal die Münzen. Jupp. Das war gerade sogar ziemlich gut. Ich hänge gerade alle ab. Zack. Mal drüber gesprungen. Und das war's schon mit der Runde. Runde 2 ist solide gemeistert. Das Schild gewonnen und als nächstes gibt's den schleimigen Pilz. VIP-Player. Zack. Gleich nachfüllen. Und das ist wieder eine andere Strecke. Aber wahrscheinlich ist die schwieriger. Also mit anderer Strecke meine ich wieder eine ziemlich normale und nicht so wie die gerade eben. Und es regnet, da rutscht man bestimmt weg. Es sah eigentlich genauso aus wie die erste Strecke. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es nur durchs flüchtige Hingucken so aussah. Man rutscht auf jeden Fall mehr aus den Kurven. Was ist das eigentlich? Elektrostab. Den würde ich gerne mal einsetzen. Ach, da muss jemand in meiner Nähe sein. Ah, das ist ja cool. Zack. Hey. Jetzt habe ich ein Schild drin. Jetzt dürfte mir der Geist eigentlich nichts mehr antun können, oder? Anscheinend funktioniert das nicht so. Schon wieder das Teil. Ah, er hat in dem Moment den Schild gezündet. Ah, da war gerade der andere Pac-Man. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Das andere Pac-Man-Mitglied, sag ich mal. Oh, jetzt habe ich wieder ein Buhu. Zack. Alle sind direkt hinter mir. Das macht mir natürlich Angst. Dann haben die noch diese Stäbe. Bam. Die hängen alle auf einem Haufen, fällt mir auf. Und er schlägt nach hinten aus. Er trifft halt einfach alle. Zack. Ich glaube, mit den Münzen bekommt man auch Sachen irgendwann. Aber ich weiß es nicht genau. Man rutscht wirklich mehr aus dem Kurven. Da habe ich ihn bekommen. Oh. Hoffentlich trifft er mich jetzt nicht. Falls mich jemand überholen will. Aber ich habe gewonnen. Und damit den Slimy Mushroom genommen. Okay. Als nächstes gibt es den Heavy Mushroom. Placing Racer. Ich frage mich, ob das vorgegeben ist, wenn man was gewonnen hat, oder ob man wirklich jede Runde bewertet wird. Das sah jetzt wieder aus wie der erste. Diese Items. Ja, es sieht so aus, als würde immer das Neueste mit draufgezählt werden. Zum Glück regnet es hier drin nicht. Oh, da habe ich mich. Da habe ich die aber alle in die Luft gesprengt. Das hat mir selber eher weniger gebracht. Aber zum Glück bin ich ja ziemlich schnell mit Pac-Man. Diesmal dran gedacht. Man weiß halt nie, wann jemand mit einem Item kommt. Ich setze trotzdem mal ein. Und vorbei. Aber ich habe die ganz gut wieder eingeholt.
schön viel Abstand von Miss Pac-Man nehmen, damit sie mich nicht noch trifft. Oh, schnell ein Schild rein. Nee, es wird nichts. Aber ich fall trotzdem aus der Kurve. Und durch den Heavy Mushroom wird man... Oh, nein, 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 nein. Falls mich jetzt jemand berührt anscheinend, das ist so ein Item. Ich bin auf jeden Fall vorne mit dabei, aber... Zack. Ah, Mist. Ah, da habe ich aus Versehen sofort gedrückt. Ich will ihn jetzt nicht überholen, sonst trifft er mich noch. Jetzt vielleicht. Oh, ich bin tatsächlich vorbeigekommen. Zack. Noch eine Münze mitgenommen. Ich habe jetzt nur 6 Stück. Ziemlich wenig. Komm. Oh, diesmal nicht. Schnell das Item einsetzen. Nein, ich muss noch Erster werden. Ja. Das Item hatten die anderen gerade schon. Das hatte ich noch nicht. Anscheinend ist es für jeden Spieler zufällig. Ich soll 15 Koopas schlagen. Oh. Okay. Komm her. Das geht immer richtig scheiße. Was ist das? Ich kann nichts machen. Ach, das sind mehr als 15. Ich dachte, das sind alles. Ach, Mann. Ich dachte, das sind alle. Alle, dabei muss ich nicht mal alle erwischen. D-Cup, DK-Cup, complete. Damit habe ich den Crackhammer bekommen. Cool. Mal auffüllen. Natürlich. Das bedeutet, ich speichere. Genau. Und das war's auch wieder mit dem Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.